Ja, ich glaube, das habe ich schon sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Das war eine ganz wichtige Voraussetzung für mich, dass Peter eben auch weitermacht, er an meiner Seite ist, weil wir beide kennen uns seit über 40 Jahren. Wir haben uns gegenseitig auf die Hölzer gehauen, als wir früher gegeneinander gespielt haben, mit Bayer Uerdingen gegen Bayer Leverkusen. Das waren schlimmere Duelle wie, weiß ich nicht, ich will jetzt keine Namen nennen, aber das war Wahnsinn. Und danach haben wir uns wieder die Hand gegeben und dann war auch wieder gut. Und wir haben auch als Trainer, Co-Trainer eher bei anderen Mannschaften uns gegenseitig oft gegenübergestanden. Wir waren bei vielen Spielbeobachtungen gemeinschaftlich, haben uns immer gut verstanden. Und Peter ist ein absoluter Fachmann, über jeden Zweifel erhaben. Und er ist nicht mein Co-Trainer, er ist Trainer. Der Peter ist Trainer. Ja, und seine Meinung ist für mich enorm wichtig. Ja, ganz, ganz wichtig. Und wir werden am intensivsten uns austauschen. Ich werde mich aber auch mit vielen anderen natürlich auch. Aber Peter ist derjenige, der die Mannschaft auch gut kennt. Ja, und der im deutschen Fußball ein anerkannter Fachmann ist, für mich vor allen Dingen auch. Und deswegen ganz wichtig, dass Peter an meiner Seite ist.